Und weiter geht's bei The Evil Within. Kurz zuvor konnten wir hier ein paar von den Gegnern auf einmal erledigen. Die hatten wir einfach in die Falle gelockt. Oh, hier liegt... Doch, die müssen aufgehen. Irgendwie müssen die Schränke aufgehen. Hundertprozentig. Jetzt, wo hier Munition drin liegt. Aber er macht's nicht. Ich weiß nicht. Haben wir denn halt irgendwas mit der Waffe drauf schießen? Hat ja auch nicht so funktioniert. Ich weiß es nicht. Hier haben wir nochmal ein Fass. Ah, das lassen wir mal kurz. Okay. Die Luft scheint hier rein zu sein in dem kleinen Raum. Oh, halt. Oh, das ist ja mehr als super. Nochmal. Nochmal eine Spritze. Hier, komm. Du kannst auch mal abfeuern. Oh, der ist schon tot. Ah ja, okay. Komm her. Joseph. Heilen wir dich mal kurz das bisschen voll. Man weiß ja nie. Okay, na gut. Dann gehen wir wieder raus. Hat sich gelohnt, wenn wir... Halt. Natürlich ist ja noch mal ein Schrank. In unauffälligem Rot. So, das ist der Kanister. Na, dann komm mal mit. Da blinkt doch schon wieder irgendwas rot. Ah, okay. Können wir die hier auch öffnen? Nee. Oh, oh. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Gute Idee, versuch du das. Ich gehe mal ein bisschen mehr auf Abstand. Okay, 2 von 3 Lichter hat er ausgeschaltet. 3 von 3. Ah, cool. Super. Jetzt geht er von alleine. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Scheiße. Oh nein. Ha. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Ha. Was war da denn los? Ich glaube, unser guter Sebastian hier, der bekommt immer irgendwelche Wahnvorstellungen oder der wurde auch schon manipuliert im Kopf. Und hat dadurch immer irgendwelche komischen Visionen oder irgend sowas. Gucken wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Kommt er hier mitgelaufen?
Ja, der wird schon mitkommen. Wie kriegen wir denn diese Schränke auf? Das gibt's doch nicht. Ah, Moment. Nee. Scheiße. 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 Einfach aufschlagen. Mit einem Schuss funktioniert das natürlich nicht, aber mit dem Aufschlagen. Mist. Oh. Wir müssen weiter. Die können wir einfach so nehmen. Ja, aber ich würde noch mal kurz. Ach, hier haben wir wieder einen Spiegel. Hm, ja doch, den können wir eigentlich mal nutzen. Setzen wir uns noch mal auf unseren Lieblingsstuhl. Jetzt haben sie uns direkt an den Tresen hier. Nee. Wir sind hier in dem kleinen Büro. Ach, guck mal an, hier sind die Kartenfragmente. Da haben wir auch noch nicht wirklich viel gefunden. Oh, hallo. Hier haben wir aber keinen weiteren Schlüssel bekommen, oder? Die eine Luke war ja schon. Was war das denn? Da war noch einmal Munition drin. Wo kriegen wir denn die Schlüssel her? Da müssen wir aber keine Leichen auseinanderschneiden, oder? Also so wieder mit der Hand reinfahren, wie wir es bei dem Bruder vom Doktor machen mussten. Bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Schlüssel war, den wir hier dann mal verwenden konnten. So, gibt's hier was Neues beim Zeitungsstand? Ja. Patienten sprechen von Missbrauch. Patienten der Nervenklinik sprechen von Missbrauch. Missbrauch nur Spitze des Eisbergs. Patienten der Beacon Nervenklinik behaupten, dass sie von Fremden für Verhaltensexperimente missbraucht werden. Ja, sieht auch alles danach aus. Okay, da hängt kein Zettel dran. Ich kann auch nicht rennen jetzt hier oder so. Der schleicht so dahin. Gehen wir nochmal auf den Stuhl. 8700. Mann, das ärgert mich jetzt, dass ich. Ah, das sind so die einfachen Dinge, da denkt man manchmal nicht dran. Einfach mal den kleinen Glaskasten aufschlagen mit der Hand. Nee, Moment. ...2500, wenn wir drei Spritzen mit uns rumtragen wollen. Spritzenwirkung 9000. Boah, das hätte ich am liebsten eigentlich gemacht. Nee, da lassen wir das nochmal mit den Punkten. Ich hätte gern noch ein bisschen eine höhere Spritzenwirkung, muss ich sagen. Okay, wir speichern mal kurz bei der jungen Dame. Die äußerst wortgewandt ist. Hey, Mädel, wo bist denn du hin? Fräulein. Wo steckt denn die? Nee, hier ist er nicht. Hm. Wir können ja mal in unsere. Na, ich nenne es mal Zelle gucken. Vielleicht ist er da. Obwohl da die Tür zu ist. Und hinten in dem Raum war sie auch nicht. Oder ist das gerade eine Stelle, wo man hier nicht speichern kann? Ja, wir gucken mal kurz bei uns hier rein. Nanu? Da hinten steht jemand. Ach! Kartenfragment 6? Cool! Lohnt sich also auch hier immer mal reinzuschauen? Liegt hier noch was rum? Nee.
Und die anderen kamen wir bisher noch nicht. Vielleicht öffnen die sich ja mit der Zeit. Nee. Dann gehen wir mal da hinten hin. Hallo, Frau Sekretärin mit Blut beschmiert. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Oh, schöne Stimme hat sie. Halt, warte, ich komme, Mädel. Was ist denn mit der passiert? Oh. Haben als sich hier noch meine Tür geöffnet. Gut. Ja. Oh Mann, ey, was ist hier los? Ich fass es nicht. Na gut, wir gehen mal wieder zurück. Haben wir noch mal ein Kartenfragment gefunden, immerhin. Und dann können wir ja Joseph weiter folgen. Der ist netterweise hier geblieben. Ah, okay. Hier wäre eh ein Kontrollpunkt gewesen. Oh. Oh, da unten liegt einiges Zeug rum. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle. Da! Oh, Backe. 1, 2, 3. Scheiße. Hier ist auch noch einer. Um einiges. Oh, fuck. Da liegt aber einiges rum. Unten in dem Bereich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich so einen Kumpel Joseph irgendwie retten. Warte, ich komme. Du solltest hier runterkommen. Ja, warte. Da kommen Sie. Alter Schwede, das noch mehr. Finger weg von meiner Schrot. Hat noch mal kurz nach. Oh, die werfen nach uns. Zwei auf einen Streich. Oh, fuck. Schrotmunition. Fuck. Alter, fuck. Oh. Müssen wir alle verbrennen? Fackelt der mit ab? Nee. Fick dich. Scheiße, wir brauchen wieder ein bisschen Munition. Hier hinten liegt noch was. Und eine Spritze. Achtung, die haben Dynamit. Was hat er gesagt? Noch einmal Schuss dabei. Fuck. Ich nehme mal eine Spritze. Wir haben ja zwei. Sie kommen? Nee. Ich will die Munition nehmen. Gib die Munition auf. Sebastian, Sie sind über uns. Über uns? Da jetzt. Alter, triff doch mal, verarsch mich nicht.
steht da jetzt die Maus rum. Ja, jetzt ist er weg. Hat mich gerade ein bisschen irritiert. Wo ist denn der? Ah ja, hier oben. Der hat sich selber explodiert. Hier liegen noch Granaten. Die hatte ich vorhin von oben schon mal gesehen, aber dann jetzt aus dem Blick verloren, wo die rumliegen. Sehr gut. Da oben ist da noch einer. Komm schon! Achtung, die haben Dynamit! Wieso hauzen mir immer die Granaten raus? Da hätten wir auch noch ein bisschen. Lass uns mal so eine Granate nehmen. Scheiße. Ah, okay, den hat's trotzdem zerlegt. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Es kommen noch mehr. Ey, komm, das darf doch nicht wahr sein. Oh, hier hinten liegt noch was. Nicht das aufheben. Ja. Scheiße, dann. Die Streichhölzer haben wir noch. Eins haben wir nur noch. Mist. Das hätte ich mir sparen können. Alter, lad nach. Du gehst aus dem Weg. Komm schon, komm. Okay, den können wir nicht mehr verbrennen. Ich habe nichts mehr zum Verbrennen. Ah, Gott sei Dank. Super gemacht. Oh ja, noch mal eine Spritze. Alter, verarsch mich nicht. Ich habe nicht mehr viel Munition. So, dann erwischt den doch mal. Gott sei Dank. Haben die sich hier gegenseitig gesprengt. Kidman braucht Hilfe. Verdammt. Das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Okay, jetzt müssen wir uns beeilen, damit die Gute uns nicht da ersäuft. Scheiße, wir hätten vielleicht so eine Axt mitnehmen können. Ja, das dachte ich mir. Scheiße. Mann, doch nicht dahin, du Vollidiot. Ja, am liebsten würde ich jetzt den Kontrollpunkt neu laden. Ich wollte mich hier nach hinten rollen und nicht nach vorn. Ja, dann nehme ich halt nochmal eine Spritze. Da liegt Munition, können wir die so greifen durch die Gitterstäbe? Nee. Oder doch, warte mal, da ist ja gerade was angezeigt. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Ah, wir können jetzt nicht so viel Zeit lassen. Oh. Ah ja. Muss noch ein Bedienfeld geben, das weiß ich. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Halt. Untere auf 5. 22 oben. Ja.
Ach, na Gott sei Dank. Oh. Bist du okay? Oh oh. Nein. Was sind das denn für miese Schweine? Okay. Dann dürfen wir jetzt. Komme ich hier irgendwie. Ah, okay. Na gut. Sind wir halt so runtergekommen. Hier hinten ging doch aber auch noch ein Gang lang. Den hier sind wir vorhin nicht gegangen, genau. Oh ja, da haben wir nochmal eine große und nochmal eine kleine Flasche. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir mal nachschauen können? Ja, hier drüben. Ich komme gleich, Jungs. Mädels. Beide. Oh ja, nochmal 10 Schuss Munition. Super. Und nochmal eine Spritze. Eine nehme ich nochmal, dann sind wir so gut wie voll geheilt. Dann haben wir noch eine als Reserve und haben noch Platz für eine weitere, falls wir nochmal eine finden. Das war's jetzt allerdings erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.